Guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend. Wir freuen uns, dass wir uns wiedersehen und dass Sie hoffentlich sich wieder alles ansehen an neuesten Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Hallo, wir befinden uns hier im Reich der digitalen Welt, und zwar die digitale Welt verständlich zu machen für die Senioren. Das geht um wirklich die einfachsten Sachen, die Basis für das Handling mit digitalen Geräten, sprich Handy, Tablet oder später auch mit dem Computer. Wichtig ist, dass die Senioren nicht abgehangen werden in unserer Welt voller digitaler Informationen und Möglichkeiten. Die Leute sollen sicherer werden im Umgang mit den Geräten und dadurch eben eine Welt haben, die für sie verständlich ist und keine Ängste verursacht. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Auch im Juni präsentieren wir Ihnen wieder eine neue Ausstellung. Herr Selgelbert malt Bilder, die so echt wirken, dass man am liebsten in sie hineinspringen möchte. Aber machen Sie sich selbst ein Bild. Von Licht und Schatten, Sonne und Mond und den wunderschönen gemalten Spiegelungen im Wasser. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist es schon oft so gegangen, dass ich dachte, das glaubt mir keiner. Kein Fernsehregisseur, kein Theaterschauspieler würde das auf die Bühne bringen. Falsch. Denn das Playback-Theater macht genau das. Es bringt spontan Ihre kuriosen Alltagsgeschichten zu uns auf die Bühne im Kulturzentrum Staaken. Natürlich sprechen wir auch ernste Themen an. Wir werden alle nicht jünger. Und am Ende des Alters steht der Tod. Darauf gilt es, sich vorzubereiten, Dinge zu bedenken, wie Sterbeversicherung, Beerdigung und diese Sachen. Dafür haben unsere Freunde von der AWO den nicht ganz humorlosen Titel Checkliste für das Lebensende gewählt. Dieser Gesprächskreis findet in gewohnt netter Atmosphäre bei uns im Hause statt. Und zwar am Freitag, den 16. Juni. Auch dazu herzlich willkommen. Am 17. Juni geht es gleich weiter mit Kalle Hanschke, der endlich die Frage beantwortet, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Rudi Carrell hat die Frage nur gestellt. Wir sind einen Schritt weiter. In diesem Sinne freuen Sie sich auf ein buntes Programm. Ihr Detlef Kleinow. Na, das war ja vielleicht lustig. Ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Mir hat vielleicht der Wind um die Ohren geweht. Und die Haare, die hat's mir auch ganz wuschig gemacht. Hat aber richtig Spaß gemacht. Und wisst ihr was? Das könnt ihr auch haben. Wer will, der kann sich nämlich so ein Fahrrad hier ausleihen. Ob nun für einen Großeinkauf oder vielleicht ein Ausflug mit Kind und Kegel. Aber wisst ihr was? Das Schärfste ist ja, die Ausleihe, die ist nicht umsonst, aber kostenlos. Einfach mal hier im Kulturzentrum melden. Viel Spaß also und tschüssi Koski! Schön, dass Sie sich diese Ausgabe der Kussnachrichten auch wieder angesehen haben. Bleiben Sie uns wohlgewogen, sehen Sie sich auch die nächste Ausgabe an. Aber zum Schluss kommt immer ein Spruch von mir und der lautet diesmal: Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von dem Felsen kippen. Lernen Sie das zu Hause auswendig und immer, wenn es Ihnen schlecht geht oder das Wetter schlecht ist,
dann sagen Sie sich diesen Spruch und ich glaube, Sie haben viel Freude. Tschüss.